Servus und willkommen zurück. Heute am Sonntag in der Bundesfilmanstalt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu diesem neuen Video. Und zwar zu einem Video aus der Rubrik, ja, schöne Collectors Editions aus vergangenen Tagen. Da habe ich euch ja schon ein paar Videos gezeigt. Was habe ich euch schon gezeigt? Die Humidor Edition von Scarface und was haben wir uns noch angeschaut? Ach ja, die Herr der Ringe Mittelerde Collection auf Blu-ray. Das ist die wohl geilste Collectors Edition, die jemals erschienen ist. Wer es noch nicht gesehen hat, ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung, wenn ich dran denke. Ansonsten einfach mal suchen. Ist noch nicht so lange her. Und heute schauen wir uns mal einen richtig alten Schinken an, aber einen alten Klassiker, ja, der, wie ich finde, einfach in eine Filmsammlung einfach reingehört. Es ist einfach so, was soll man da sonst noch groß sagen? Also, wenn man sich selbst Cineast schimpft in irgendeiner Form, dann glaube ich, gehört der Titel einfach rein oder und jeder sollte ihn zumindest, glaube ich, einmal in seinem Leben gesehen haben. Und die Rede ist hier natürlich von Gone with the Wind, vom Winde verweht, hier in der 70th Anniversary Edition aus den USA. Ja, erschienen im Jahr 2009 in dieser extrem fetten Box. Ja, die ist wirklich geil. Die ist einfach wirklich geil. Und die werden wir uns in diesem Video heute mal genauer zusammen anschauen. Das ist nämlich ein richtiger Oschi. Ja. Und ich hatte seinerzeit Glück. Die habe ich schon etliche Jahre. Ich meine, die hat jetzt auch schon ein paar Jahre hin auf dem Buckel. Wie gesagt, das war zur Blu-ray-Erstveröffentlichung im Jahr 2009. Da kam die erste Blu-ray raus. Und habe ich tatsächlich für sehr, sehr günstige 30 Euro, ein paar zerquetschte, bei eBay geschossen damals. Was ein Top-Preis ist für die Box, vor allem, ihr werdet es gleich sehen, dafür, was da innen drin ist. Aber jetzt höre ich natürlich schon einige aufstehen und sagen, boah, was hat denn der da in der Sammlung? Wieso hat der vom Winde verweht? Warum hat der diese Schnulze da in der Sammlung stehen? So eine alte Gurke, der Film ist aus dem Jahr 1939. Na, der ist jetzt über 80 Jahre alt. Über 80 Jahre ist der Titel alt. Und das ist doch eine Schnulze. Ja, nee, ist es nicht. Ich glaube, viele, wenn man sich noch nicht so damit beschäftigt hat, ja, viele gehen davon aus, es ist irgendwie so eine Love Story und so. Ja, ist es schon auch. Aber das ist natürlich vor allem ein, ja, muss man sagen, Südstaaten-Drama zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs, beziehungsweise zu einer Zeit, wo der amerikanische Bürgerkrieg auch gerade losging. Das heißt, man ist da natürlich mittendrin in dieser Kriegsszenerie. Ja, und man darf hier nicht davon ausgehen, dass Scarlett O'Hara, gespielt hier von Vivien Leigh, irgendein graues Mäuschen ist. Die hat es faustdick hinter den Ohren. Meine Güte, ja. Und die ist ganz schön verschlagen und die nimmt hier den Red Butler auch ganz schön aus, ja, und benutzt den auch so ein bisschen. Und es gibt Intrigen und alles Mögliche. Ich habe den Film schon länger nicht mehr gesehen. Ich muss ihn mal wieder reinhauen, ja, in den Player. Aber das ist nicht irgend so eine schnulzige Love Story, ja. Also verabschiedet euch von dem Gedanken, ja, das ist ein gutes Südstaaten-Drama, ja, und zu einer schwierigen Zeit spielt mit Sklaverei und allem drum und dran. Und natürlich der Film entstand auch zu einer Zeit, und da gibt es ja auch, hat es vor einigen Jahren ja eine Kontroverse drum gegeben, entstand natürlich auch zu einer Zeit, wo natürlich die Gesellschaften weltweit noch anders getickt haben als heute, ja, was, wie ich finde, teilweise besser war. Man kann nicht immer, ich bin keiner, der immer sagt, früher war alles besser, das stimmt auch nicht, ja, und Gesellschaften sind auch ständig im Wandel und der Zeitgeist ändert sich auch einfach, nur alle Änderungen des Zeitgeistes sind halt auch nicht immer gut. Ich meine, klar, dass man heute natürlich sagt, um Gottes Willen, Sklaverei, natürlich lehnt jeder Mensch, ja, mit ein bisschen Resthirn sowas völlig ab, natürlich, ja.
und irgendwelchen rassistische Scheiße, ja. Das ist schon klar. Aber man muss sich hier halt bei Vom Winde verweht immer überlegen, zu welcher Zeit spielt der Film und zu welcher Zeit wurde der Film gedreht. Und wie gesagt, es gab vor einigen Jahren eine Kontroverse drum und darf man den, da wurde ja schon fast gefordert, den Film zu verbieten, überhaupt nicht mehr zu zeigen, überhaupt nicht mehr zu verkaufen. Das war dann wirklich so, dass der Film vom Markt verschwunden ist. Er ist, glaube ich, glaube von Warner. Oder das ist Warner. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ja. Warner, ja. Er hat ihn dann vom Markt genommen, dann war der sauteuer. Ja, schon die normalen Keepcase-Fassungen waren sauteuer. Und Warner hat ihn dann wieder auf den Markt gebracht. Mit Triggerwarnungen überall drauf, auf dem Cover. Ich glaube, auch vor dem Film kommt jetzt eine Triggerwarnung. Es ist eine Doku, glaube ich, mit dabei, die das Ganze auch so ein bisschen beleuchtet, auch von diesem Gesichtspunkt. Das ist natürlich jetzt bei dieser speziellen Veröffentlichungen noch nicht der Fall. Es gibt hier auch keine Triggerwarnungen oder ähnliches. Der Film ist einfach nur so, wie er ist. Ja, und ich meine, überhaupt darüber zu sprechen, dass man überhaupt darüber sprechen, dass es Leute gibt, die fordern, die Aufführung oder auch den Verkauf von Filmen zu verbieten wegen irgendwelchen Thematiken. Das ist ja, das erinnert an ganz, ganz dunkle Zeiten. Ihr wisst, wo mal Bücher verbrannt wurden und so weiter. Und das ist eine Sache, die Kunst zu beschneiden ist. Das ist gruselig. Ja, und ich habe mir das damals auch gedacht, als es hier losging bei der Debatte Vom Winde verweht. Heutzutage trifft es natürlich immer mehr Filme. Auch viele Disney-Titel sind auf einmal dabei, die auf einmal alle rassistisch sind. Und was ist denn da los? Ich weiß nicht, was mit unserer Gesellschaft los ist. Aber egal, darum soll es jetzt in dem Video gar nicht gehen. Nur so am Rande. Bei Vom Winde verweht handelt es sich inflationsbereinigt. Tatsächlich um den, ja, muss man sagen, kommerziell erfolgreichsten Film aller Zeiten einfach. Ich meine, gut, er hat natürlich sehr, sehr viele Jahre Zeit gehabt, sehr, sehr viel Geld zu generieren. Und noch ein wichtiger Punkt, um hier auf dieses Rassismus-Thema noch so ein bisschen einzugehen. Der Film hat 10 Oscars bekommen. Ja, Oscars sind ja auch nochmal so ein Thema. Ich glaube, da war damals auch einiges anders als heute. Ja, ich habe diesen Will Smith-Käse und so nur am Rande mit. Ich will dazu auch gar nicht, das ist mir zu blöd, weil mich interessieren Oscars nicht. Aber weil es für ein Arsch ist einfach. Aber die Darstellerin der schwarzen Haushälterin hier, nämlich wie heißt sie, Hattie McDaniel, ja, die hier die schwarze Haushälterin spielt von Scarlett O'Hara, hat als erste schwarze Schauspielerin oder als erste schwarze Darsteller überhaupt damals einen Oscar bekommen. Und das ist natürlich schon auch bemerkenswert, auch zu einer Zeit in den 30er Jahren in Amerika, wo das, glaube ich, nicht selbstverständlich war. Ja, weil das natürlich durchaus, vor allem, glaube ich, auch Amerika auch heute noch durchaus ein Rassismusproblem hat, und zwar von jeder Seite. Ja, das ist, glaube ich, kann man schwer bestreiten. Ja. Aber im Jahr 1939 war das nochmal eine ganz andere Geschichte, ja, als das heute der Fall ist, ne? Deswegen durchaus bemerkenswert, ja. Der Film dauert ja 4 Stunden und er ist ganz generell natürlich ja, einfach ein sehr bemerkenswerter Film, wenn man schaut, wie das gemacht wurde, die Kostüme, wie viel Geld und wie viel Aufwand da reingesteckt wurde. Es ist ein Farbfilm, ja, was für diese Zeit ja mit Sicherheit auch nicht gerade Stand der Technik war. Ja, insofern schon etwas sehr, sehr Besonderes und für mich auch etwas Besonderes in der Sammlung. Und wer bis jetzt immer gesagt hat, oh, ja, ist Schnulzenscheiß, riskiert mal einen Blick. Ja, ihr müsst euch ja keine teure Collector's Edition kaufen. Vielleicht einfach auch mal eine günstigere Edition. Tut es vielleicht auch. Egal. So, genug außenrum geschwafelt jetzt. Wir wollen uns die Box anschauen. Deswegen habt ihr eingeschaltet. Wir gehen in die Detailansicht und dann schauen wir uns diese Box einfach mal zusammen an. Zusammen an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis gleich. So, da haben wir sie jetzt liegen. Unsere schöne Box. Der 70th Anniversary Edition von Gone with the Wind, Vom Winde verweht, hier in der Limited Edition. 150.000 Stück jetzt davon, das heißt, es ist schon sehr hoch limitiert. Ja. Das ist hier die Nummer 148.730 von 150.000. Aber klar, ich meine, das ist ein sehr populärer Titel.
Und es gibt ja auch ein paar, durchaus ein paar Einwohner in den USA. Deswegen natürlich eine relativ hohe Auflage. Das ist bei diesen Warner-Boxen. Da gibt es mehrere davon. Ich werde euch da, glaube ich, noch die ein oder andere zeigen. Ich habe nämlich noch ein, zwei weitere in der Sammlung. Die sind alle relativ hoch limitiert. Wir haben hier oben diesen blauen Balken, wo drauf steht, ja, das ist Winner of 10 Academy Awards, also 10 Oscars, 1939 bester Film hier diesen Preis gewonnen. Und das Ganze ist hier so ein, ja, das ist so ein Schuber, den schauen wir uns jetzt auch erstmal an. Genau, so sieht die Box, die Front dann aus. Wir kommen gleich dazu. Jetzt schauen wir uns nämlich erstmal, wie gesagt, das ist so ein Schuber, der ist da außen rum. Und dann haben wir nämlich hier die Rückseite. Und ihr seht schon, was da auch noch alles dabei ist auf diesem Bild. Ne? Wir haben hier ein Foto und ein Foto und Artbook. Es sind Artprints noch dabei, 10 Stück. Korrespondenz vom Produzenten ist mit dabei. Also Briefe und weiß nicht, hier so Telegramm und Telegramme und weiß der Geier was noch alles. Dann eine Reproduktion vom 39er Originalprogramm. Der Bonus, als Bonus ist der Soundtrack mit dabei, sehr, sehr großartig. Dann wurde hier natürlich damals noch hingewiesen, dass die Blu-ray natürlich total geil ist. Es ist eine Bonus-DVD dabei mit einer 6-Stunden-Dokumentation. Ja. MGM, When the Lion Roars. Ja, ist eine doppelseitige DVD, sehen wir dann auch gleich noch. Special Features, 8 Stunden, über 8 Stunden Extras über den Film. Das ist völlig absurd, muss man ja wirklich sagen. Also alles mit dabei, was überhaupt nur geht. Ne, man sieht es hier ja schon, was alles mit dabei ist. Es ist wirklich klasse. Und hier unten, da kommen dann natürlich ein paar Credits und hier kommen die technischen Daten. Jetzt haben wir hier Dolby True HD, Englisch 5.1. Es steht hier nicht dabei, aber die Blu-ray verfügt über eine deutsche Tonspur und zwar in Dolby Digital 5.1. Ja, also wir haben, auch wenn es hinten nicht angegeben ist, eine deutsche 5.1 Dolby Digital Tonspur. Ja, und dann haben wir natürlich noch die diversen Special Features mit dabei. Übrigens ist das Ganze auch region-free. Ja, das heißt, man kann die Blu-ray ohne weiteres auf deutschen Playern abspielen, das ist überhaupt kein Problem. Das ist aber bei Warner-Titeln sehr häufig der Fall, auch dass deutscher Ton mit drauf ist. Tatsächlich, das ist überhaupt kein Problem. So, und jetzt haben wir diese wunderschöne Box vor uns liegen mit diesem tollen Motiv, das kennt man auch, dieses gezeichnete Motiv, dieses klassische Motiv vom Winde verweht hier mit Clark Gable als Red Butler und Vivien Leigh als Scarlett O'Hara. Und das sieht einfach super aus. Es sieht einfach super aus. Der Schriftzug hier, Gone with the Wind, das ist geprägt. Ja, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, ich glaube, man sieht so ein bisschen, das ist geprägt, so in Goldschrift. Und das hier, das ist Samt. Das heißt, diese ganze Box ist mit rotem Samt bezogen. Ja, hier oben golden eingeprägt, 70th Anniversary Edition. Hier oben, wie gesagt, das ist Samt, das zieht natürlich Staub und Fusseln an. Auch hier der Schriftzug ist in Gold eingeprägt. Hier hinten, das ist Samt, alles roter Samt. Hier haben wir dann auch nochmal Gone with the Wind, steht hier drauf. Auf der anderen Seite auch. Unten steht es, es steht auf jeder Seite drauf. Ne? So. Eine wunderschöne Samtbox, einfach klasse. Und dann können wir das Ganze mal aufklappen. Das kann man nämlich so, den Deckel so nach oben aufklappen. So, genau, das ist doch klasse. Und dann haben wir hier schon, sehen wir schon das Artbook. Das nehmen wir jetzt gleich mal raus. Wir nehmen jetzt einfach mal die ganzen, hier ist auch so ein Bändchen mit dabei, dass man das entsprechend rausnehmen kann. Ich nehme jetzt mal einfach mal alles raus, was in der Box ist. Damit wir uns die noch ein bisschen genauer angucken können von innen. So. Genau. Alles raus hier. So,
Dann ist die Box leer und dann haben wir hier innen im Deckel noch ein sehr, sehr schönes Motiv, auch mit Scarlett O'Hara. Also Vivien Leigh, muss man natürlich sagen, ist schon eine sehr attraktive, ansehnliche junge Dame. Ja, keine Frage. Sehr, sehr schönes Bild. Ne? Man sieht hier auch die Farbgebung von dem Film, die Bildqualität der Blu-ray ist übrigens sehr, sehr gut und auch der Ton. Ich meine, wir reden hier wirklich von einem über 80 Jahre alten Film. Das ist technisch sehr, sehr gut gemacht. Das hier ist einfach nur Pappe, aber dicke Pappe, das ist in Ordnung. Das hier ist auch nochmal schön mit Samt bezogen. Und hier hat man so diese Stopper, dass der Deckel nicht nach hinten wegklappt. Und hier eben dieses Bändel. Ja, also die Box ist wirklich, wirklich schön gemacht. Es ist eine schön gemachte Box, wo dann hier alles drin ist. Finde ich persönlich jetzt. So, jetzt tun wir die mal zur Seite. Und dann kommen wir nämlich mal zu den Extras. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was an Discs dabei ist. Wir haben hier natürlich zum einen den Soundtrack mit dabei. Ne? Das ist der Soundtrack. Sampler, ne? So sieht der aus. Ganz nett designt, nichts Besonderes. Ist halt so ein ja, Digipack, so ein kleines, ohne Schuber. Ne? Auf der Rückseite ist nichts, ist einfach rot. Ja? Und dann kann man das aufklappen und dann haben wir hier drin schön den Soundtrack. Ich hätte mir da natürlich jetzt noch gewünscht, dass auf der Rückseite vielleicht noch eine Titelliste drauf ist, aber okay, es ist halt einfach so. Ne? Und dann haben wir hier den Film in einem schönen Digipack, auch hier vorne abgebildet, Vivien Leigh, Scarlett O'Hara. Toll, einfach, es sieht doch, schaut's euch doch an, es ist doch einfach ein tolles Motiv, meine Güte. Was soll man da noch sagen? Ne? Hier haben wir den Spine. Es ist ein normales Digipack. Sehr stabil. Ja. Gone with the Wind. Auf der Rückseite nichts Besonderes. Hier auch wieder dieses Musterdesign, wie es im Soundtrack auch schon innen drin ist. Sieht sehr, sehr schön aus. So. Und dann kann man das einfach hier so aufklappen. Ne? Das sieht jetzt auf den ersten Blick relativ spektakulär aus. Wir haben auf der linken Seite die Blu-ray mit dem Film. Passt tatsächlich, obwohl er so lang geht, obwohl er 4 Stunden geht, auf eine Blu-ray drauf. Das geht. Wir haben hier in der Mitte diese 6-Stunden-Doku. Das ist so eine, ja, wir nehmen jetzt erstmal das hier raus, weil da ist nämlich noch ein Bild dahinter. Also so sieht die Blu-ray aus. Ne? Genau. Dann haben wir hier eine doppelseitige DVD. Ja, die ist doppelt bespielt. Naja, 6 Stunden, ne? Genau. Und dann haben wir hier noch mal eine Blu-ray mit den restlichen Extras. Wie sieht so aus? Da ist jetzt hier Clark Gable drauf. Und dann haben wir hier das innen durchaus auch schön gestaltete Digipack mit Zitaten aus dem Film. Das haben sie hier nicht ganz so schlau gemacht, weil natürlich hier die Schrift genau hinter dem Pömpel da ist, von dem Tray. Ne? Aber ich finde, das ist eigentlich ganz schön gemacht. Ne? Genau, also da haben wir dieses Digipack mit dabei, wo die Discs drin sind. Jede Menge Bonusmaterial, also eine tolle Sache. Dann kann man das hier wieder zuklappen. Hier haben wir nochmal Clark Gable, ne, abgebildet. Sehr schön. Sieht einfach gut aus. Also mir gefällt es einfach sehr, sehr gut, muss ich sagen. So, dann haben wir das Artbook. Und das sieht so aus, oder das Fotobuch, wenn man so will. Das Ganze natürlich hier auch Gone with the Wind, wieder Goldschrift und geprägt. Ja, sieht sehr, sehr schön aus, schönes Motiv. So oft sieht es auf der Rückseite aus. Auf dem Bein steht hier nichts. Das ist ein Hardcover, also es ist ein richtiges Hardcover, nicht irgendein Heftel oder sowas. Ja. Und dann kann man hier mal reinschauen und schaut euch das mal an. Ich krieg's gar nicht ganz. Es ist ziemlich breitformatig, aber ihr seht schon, ne, hier haben wir tolle Motive. Ja,
Postermotive, wahrscheinlich Plakatmotive. Ne? Hier auch nochmal schön gemacht. Hier geht's los. Na, genau. Vivien Leigh. Schauspielerin. Wenig Text dabei, ein bisschen paar kleinere Informationen bekommt man drüber. Es sind schöne Fotos mit dabei, schöne, schöne Bilder. Auch hier, schaut euch diese opulenten Kostüme an. Ne? Schaut euch das mal an, es ist einfach optisch der Wahnsinn. Vivien Leigh ist natürlich auch optisch schon sehr ansprechend, muss man natürlich sagen. Ja, keine Frage. Und okay, hier haben wir Clark Gable, ne? Also immer teilweise schwarz-weiß und in Farbe. Sehr, sehr gute Bildqualität. Guck mal die Fotoqualität an. Also das ist wirklich jetzt nicht irgendein Klumpert oder sowas. Das ist schon sehr, sehr gut, sehr, sehr gut gemacht hier. Ja, also tolle Sache. Das hier ist sie, Hattie McDaniel, die den Oscar bekommen hat als beste Nebendarstellerin. Oh, tolles Motiv hier. The Romance. Ja. Tolle Bilder. Tolle Bilderauswahl hier auch. Ja, sehr, sehr guten Qualität. Ne? Haben wir dann auch nochmal so Setbilder und so, das wird so eine Zeichnung hier. Also ein sehr, sehr interessantes, sehr, sehr schönes Buch, der Cast. Ja. Ich mache mal ein bisschen schneller durch. Ne? Die Garderobe, The Wardrobe. Auch mit Zeichnungen, wie die Kostüme auszusehen. Es ist super. Wirklich. Sehr, sehr schön. Die Sets. Das ist halt einfach ein unglaublich, man muss sich vorstellen, was das für ein unglaublicher Aufwand gewesen sein muss, diesen Film zu realisieren, gerade zur damaligen Zeit, wo es einfach das ganze CGI und so und Greenscreen und weiß der Geier was, alles ja in der Form, das gab es ja nicht. Ne? Diese ganzen Technologien, die wir heute haben. Und hier sieht man schon, ne? Hier geht es um Krieg. Hier geht es um Krieg, der amerikanische Bürgerkrieg. Ja, Nord gegen Süd. Ja, also das ist no joke. Ne? Auch vom Set. Einige Fotos. Also das ist wirklich, wirklich, guckt euch die tollen Motive hier an, die es hier gibt. Ja. Sehr, sehr schön. Also das ist ein tolles Fotobuch. Nochmal Motive hier. Das Klassische, das man natürlich kennt. Ne? Sehr, sehr schön. Genau. Also dieses wundervolle Fotobuch mit dabei. Es ist wirklich, wirklich klasse. Ja? Ein echter Mehrwert, wie ich finde. Und dann haben wir jetzt hier diese... Ja, diese Kommunikationen, das sind, ich glaube eben, das sind so Telegramme und sowas. Da ist halt ein bisschen Text mit dabei. Okay, ich meine, das ist so ein Gimmick. Das haben sie nett aufbereitet. Western Union hier zum Beispiel auch. Ne? Das haben sie hier so ein bisschen aufbereitet, so diese Nachprints oder auch hier. Ne? Ich meine, das ist halt viel Text, ne? Uns jetzt nicht ganz so genau anschauen, ja, aber das hat einiges dabei. Und hier haben wir auch noch mal, das ist hier getackert, so ein, ja, weiß jetzt gar nicht, was das ist hier, auch noch mal so ebenso Korrespondenz, ne? Inter-Office Communication steht hier, so ein bisschen auf alt getrimmtes Papier, ne? Hier vom Regisseur David O. Selznick, ja. Das ist okay, ja. Das ist nett, das kann man mit dazu tun, wenn jemand da Interesse hat. Es ist für mich nicht der Riesenmehrwert, aber okay, ich meine, es ist dabei, ja.
Was soll's. Und dann haben wir noch dieses schöne Heft hier, Gone with the Wind, auch mit einem schönen Motiv hier vorne drauf. Und hier haben wir nochmal, was ist das, so ein Programmheft einfach, ne? Und mit schönen Zeichnungen mit dabei. In Technicolor. Ja. Die ganze Besetzung hier mit drin, ja. Die ganzen Credits, die ganzen Mitwirkenden hier. Ein paar Bilder und Facts about the production. Ja. Kann man auch mal ein bisschen, damals ein bisschen mehr Text mit drin. Text über Clark Gable. Also einfach auch noch mal zusätzliche Informationen hier auch über die Hauptdarsteller mit dabei. Ne? Ach hier, Ashley Wilkes, das ist die Jugendliebe von Scarlett O'Hara und eigentlich schmachtet sie immer dem nach und den Red Butler, den benutzt sie eigentlich nur, ne? So ein bisschen. Ne? Kann mich da schon noch dran erinnern. Ne? Genau. Ja, auch noch mal ein paar schöne Bilder, schöne Zeichnungen. Ja, klasse. Muss ich sagen. Und dann haben wir noch was. Also zunächst mal ist da noch so ein Flyer hier drin. Das ist hier für die Wizard of Oz, Zauberer von Oz Box. Da habe ich übrigens auch eine schöne, die werde ich euch auch noch zeigen. Aber eine andere Box, wo dann auch die 3D-Fassung drin ist. Aber nur hier mal, oh, hier einfach mal kurz reingehalten. Das ist halt so ein Werbeflyer. Und dann haben wir hier noch diesen kleinen Umschlag mit The Arch of Gone with the Wind. Ja, das kann man hier natürlich schön aufmachen. Und dann sind hier drin einige Art Cards. Die sehen so aus. Das ist so ein bisschen strukturiertes Papier. Auf der Rückseite ist nichts Besonderes. Ne, sehen die so. Ihr seht, das ist so ein hochwertiges Papier. So ein strukturiertes. Ist das Büttenpapier? Ich weiß es nicht. Ne, aber das sind diese Art Cards auf jeden Fall. Ne? Die sind hinten alle weiß. Ne? Die sind Zeichnungen. Sehr schön, das ist auch so ein nettes Gimmick. Die sind auch wirklich schön gemacht. Zeigen halt hier auch die Sets und so, ne? Schöne Sache. Also kann man auf jeden Fall schön mit dazugeben zu so einer Edition. Auf alle Fälle. Weil das ist besonders schön hier. Sieht toll aus. Ne? Auf jeden Fall. So, jetzt packe ich die Box wieder zusammen. Jetzt sind wir nämlich durch mit dem Inhalt der Box. Jetzt packe ich sie zusammen und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, das war sie. Die 70th Anniversary Edition Box vom Winde verweht aus den USA. Ja. Aus dem Jahr 2009, im Jahr 2009 erschienen. Ja, durchaus auch ein kleines Highlight in meiner Sammlung. Und ihr habt gesehen, was alles drin ist. Ich weiß nicht, was die zu Release gekostet hat. Wie gesagt, ich habe damals 30 € bezahlt. Ich habe immer mal wieder zwischendrin auf eBay geschaut. Die ist nicht extrem teuer. Also ich glaube, dass man die mit ein bisschen Glück schon nur so für 70 € vielleicht kriegt. Also die ist jetzt nicht utopisch teuer, sie ist schon teuer, ja, aber nicht utopisch teuer. Wenn man sie kriegt in Deutschland, muss man mal schauen.
wenn man die haben möchte. Ansonsten, ich kann jedem den Film wirklich nur mal ans Herz legen. Wer ihn noch nicht gesehen hat, nehmt euch mal die Zeit. 4 Stunden. Ja, der Film liegt hier übrigens auf der Blu-ray im originalen 4:3-Format vor, so wie es sich auch gehört, so wie er damals gedreht wurde. Ich sage, die Bildqualität ist sehr gut. Auch die Tonqualität, auch die deutsche Tonspur ist gut. Die englische ist etwas besser, aber die deutsche ist auch völlig in Ordnung. Da kann man überhaupt nichts sagen, läuft auf dem deutschen Player überhaupt kein Problem. Und dann könnt ihr euch den Film einfach mal zu Gemüte führen und geht da mal ein bisschen offen ran, wenn ihr jetzt wirklich so noch so eine ablehnende Haltung habt, sagt, den Scheiß schaue ich nicht an. Open your mind, ja. Das ist einfach ein Filmklassiker, meiner Meinung nach einer der größten Filmklassiker aller Zeiten, ähnlich wie Ben-Hur zum Beispiel, was ja eigentlich auch schon ein Remake war, also, ne? Und man sollte ihn zumindest, also wenn man schon sagt, okay, ich will ihn mir nicht unbedingt in die Sammlung holen, aber schaut ihn einfach mal an. Es ist ein Film, der ist sehr, sehr sehenswert, er ist optisch unglaublich toll, sowas. So ein Film wird heutzutage einfach nicht mehr gemacht in der Form, sowohl technisch als auch inhaltlich. Insofern eine große, große Empfehlung von mir für Vom Winde verweht. So, das Video ist, glaube ich, jetzt ellenlang geworden. Schön, dass ihr mit dabei wart, dass ihr so lange durchgehalten habt. Vielleicht hat es euch ein bisschen gefallen. Vielleicht sagt ihr jetzt auch, boah, das ist eine geile Box, da habe ich Bock drauf. Die will ich mir vielleicht auch holen. Dann wünsche ich euch viel, viel Glück und viel Erfolg beim Erwerb. Ansonsten gibt es ja viele Editionen, auch in Deutschland. Sehr, sehr schöne Editionen, wenn man jetzt nicht unbedingt so Riesenbox braucht und den ganzen Zeug. Aber ihr seht, der Inhalt ist schon wirklich klasse. Schreibt mir eure Meinung jetzt in die Kommentare. Kennt ihr den Film? Wie ist eure Meinung zu Vom Winde verweht? Wie seht ihr das? Wie seht ihr das mit dieser Rassismusdebatte, mit gesellschaftlichem Wandel, mit Zeitgeist? Ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Aber bleibt anständig. Daumen hoch oder Daumen runter, je nachdem, wie euch das Video gefallen hat. Ich verlinke euch hier nochmal, ne, hier noch ein bisschen was zum Anschauen. Gerne hier den Kanal abonnieren. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis denn. Ciao und Servus.